Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die DALI-Box von Alias. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. DALI von Alias, das Ganze am 9. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 5. Soloalbum von Alias. Wir haben hier eine violett-gelbe Box. Als erstes werden wir mal das Ganze aus der Folie schneiden und uns dann im Detail ansehen. So, die Folie lässt sich hier wunderbar ablösen und das ist dann die Box. Die Box ist quadratisch, wie gesagt, in Violett und Gelb gehalten, ist so eine ganz dünne Pappbox. Wir lesen hier einmal den Schriftzug Alias. Dann haben wir hier so einen Totenschädel, der hier scheinbar aus Glas ist. Also sieht so aus, als könnte man hier durchsehen. Und innen drinnen ist hier so ein lilanes Teil, was irgendwie strahlt oder irgendwie so funkelt. DALI. Und auf der rechten Seite nochmal AA für Alias. Warnung: Manche Boxinhalte entpuppen sich größer als die Box selber. Gut, ich bin gespannt. Limited Promigo Box. Okay, hier nochmal die Warnung und hier nochmal okay. Auf der Rückseite haben wir einerseits natürlich den Barcode. Dann, was haben wir hier auch noch? Die Beteiligten, also die Credits. Nein, nicht die Credits, sondern so die Labels und Logos. Und dann haben wir hier noch: This Limited Premium Box is part of the Make Alias Great Again Campaign 2K20. Gut, also Make Alias Great Again. Es wäre höchste Zeit. So, wir schauen mal rein. Das Ganze lässt sich hier einfach aufklappen. Hier sieht man dann auch, wie dünn diese Box eigentlich ist. Die letzten Boxen waren auf jeden Fall stabiler von Alias. Also egal ob Euphoria oder Insomnia. So, mittlerweile leer. Ja, da ist nichts mehr drin. Und dann schauen wir mal, was sich hier befindet. Wir haben hier einmal einen Pulli, beziehungsweise ich glaube ein Longsleeve. Dann haben wir natürlich das Album an sich. Einen Schlüsselanhänger mit Schlüsselband oder ein Schlüsselband mit einem Touranhänger. Okay. Und dann haben wir noch ein Poster. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Longsleeve und auch Album sind ja auch nochmal in Folie. Auch hier werden wir natürlich wieder aufschneiden. Einmal. Und da brauchen wir kein Messer. Das geht auch so. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das hier, wie gesagt, noch in Folie ist. Gut, also, das ist das Album. So sieht das aus. Anderes Motiv als auf der Box. Allerdings, dieser Glasschädel, dieser Kopf hier, der ist uns erhalten geblieben. Alias DALI lesen wir hier oben links. Ja, der Name wohl angelehnt an Salvador DALI, einen Künstler, einen Maler des Surrealismus. Spätestens so seit der Serie Haus des Geldes könnte man den kennen. So, auf der Seite hier in Gelb ein reguläres Jewelcase, Alias DALI. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. So, wir haben hier ohne Ende Features mit dabei. Und zwar haben wir hier Features mit dabei von unter anderem Adel Tawil, Farid Bang, Vaisel, Summer Jam, Jamule, Kollega, Casey Rebel. Ja, also ich glaube, das waren so die wichtigsten Herrschaften. So, Beteiligte, gut, dann schauen wir mal rein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Hier geht's los. Auch hier wieder der Glaskopf, der Glasschädel und hier der Alias-Schädel. Ja, also rein so von der Gestaltung, es ist auch hier etwas
Kunst oder Surrealismus zu erkennen. Hier geht auf jeden Fall einiges ab hier im Artwork. Bunte Farben, wirkt auch wie so Traumszenen. Artwork von Bastian Wienicke, Fotos von Adam Graf. Dann haben wir hier wieder die Infos. Okay, waren jetzt etwas dürftige Credits. Wir schauen mal ganz kurz, weil ich glaube, dass eventuell noch mal hinten was stand. Genau, hier lesen wir es. Alle Tracks gemixt von, gemastert von. Okay. Ja, also so die wichtigsten Credits sind auf jeden Fall hier erwähnt. Das ist schon mal gut. So, die CD kommt hier in Silber und Gelb. Ganz klassisch gehalten. Dann lesen wir hier wieder Alias. In doppelter Ausführung. Und dann schauen wir gleich weiter. Als nächstes haben wir nämlich das hier mit dabei. Und zwar ein Longsleeve. Es knistert und raschelt. Warum? Wir haben hier noch dieses Stück Papier. So. Wow, also das ist von der Größe gewaltig. Das ist echt ziemlich groß geschnitten, so wie ich das beurteilen kann. Also wir haben hier ein weißes Longsleeve. Dann lesen wir hier wieder riesengroß in Violett Alias. Auch wenn der Schriftzug hier etwas durch diesen türkisen Rauch etwas beeinträchtigt ist. Dann der Totenkopf mit den Rosen vor einer rosa Spirale. Und hier lesen wir dann noch Dali. This T-Shirt is part of the Make Alias Great Again Campaign 2K20 Official Merch. So, auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier einen Neckprint, auch wieder in Violett, die beiden A's. Und damit nicht genug. Wir haben dann hier auch noch auf dem Ärmel diesen Aufdruck hier, auch wieder in Violett. Bromigo lesen wir hier. Ansonsten gibt es hier nichts zu sehen. Ansonsten alles in Weiß. Oder? Ja. So, was haben wir hier dann noch? One size fits all, genau. Also es gab dieses Longsleeve nicht in der Größe auszuwählen. Das ist in jeder Box gleich von der Größe her. Ist ein sehr großzügiges L, meines Erachtens. So, hier lesen wir noch. Das Ganze ist 100% Baumwolle made in Sri Lanka. Okay, das sieht man auch selten. Ja, Grüße gehen raus. Wir schauen uns das gleich nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das weiße Longsleeve mit diesem riesen violetten Alias-Schriftzug hier im Brustbereich. Darunter dann der rauchende Totenkopf mit der rosanen Spirale. Ja, wie gesagt, das ist echt ein Riesenteil, also sehr, sehr großzügig geschnitten. Können meines Erachtens auch Leute tragen, die normalerweise XL oder so tragen. Ja, also es sitzt auf jeden Fall sehr großzügig. So, und dann legen wir das Ganze auch wieder zusammen und machen gleich weiter mit dem nächsten Boxinhalt. So, Longsleeve kann zur Seite. So, wir haben noch ein Poster mit dabei. So, das ist auch sehr dünn gehalten. Wir haben hier wieder das Cover des Albums, also hier wieder dieser Schädel, darunter dann Alias Dali zu lesen. Und ansonsten hier in diesem lila, rosa, blau gehalten. Rückseite weiß, also einseitig gedruckt und im Hochformat das Poster. Und dann haben wir noch zwei Inhalte, die hier direkt miteinander zusammenhängen. Und zwar einerseits mal dieses Schlüsselband hier. Sieht so aus, wir lesen auch hier wieder Make Alias Great Again, also in bester Donald Trump Manier. Dann haben wir hier Schwarz und Silber, also ein Silbergrau hier. Alias Dali Tour 2021 VIP. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es diese VIP-Pässe wirklich nur in dieser Box. Und dann kann man bei der Tour 2021 entsprechend VIP-Status genießen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Tourpass sowie auch das zugehörige Schlüsselband hier. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Das Longsleeve hier in Unisize, ziemlich groß geschnitten. Und natürlich das Album an sich,
Dali von Alias im regulären Jewelcase mit insgesamt 17 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Dali von Alias. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alias unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.